das macht Bock. Das ist schon echt präzise. Das ist doch brutal. Das ist mein guter Helm. Multicam-Hose, Combat-Shirt, durch die Gittermaske auch gut zu atmen. Schauen wir uns mal den Plattenträger ein bisschen an. Sprich, ich gehe in ein Gebäude rein. Hey Leute, ich bin's Fritz und du bist auf meinem Zweitkanal gelandet. Fritz Meinecke Gear. Hier dreht sich alles rund um das Thema Ausrüstung. Heute, ihr habt es euch lange gewünscht, mal wieder ein Airsoft-Loadout. Natürlich mit dem ein oder anderen Schmuckstück. Und wie in jedem Video gibt es am Ende wieder was zu gewinnen, ein kleines Giveaway. Also schön bis zum Ende dranbleiben. Ich habe oben in der Ecke wieder Werbevideo eingeblendet, weil es sich die ganze Zeit um Produkte dreht. Und wenn ihr Infos haben wollt, was das alles ist, welche Brille, welcher Helm, welche Weste, whatever, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort ist alles verlinkt, was ich hier im Video benutze. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ich kenne euch ja mittlerweile. Ihr wollt am liebsten sofort die Waffe in Action sehen. Wie verhält sich der Schusstest? Was haben wir hier noch für ein schönes Schmuckstück unten am Gürtel dran? Aber wir fangen erstmal ganz oben an. Ah, so, jetzt seht ihr mal mein wunderschönes, bärtiges Gesicht. Nein, aber das ist doch viel schöner, wenn ich euch in die Augen schauen kann und ihr mich auch seht, wenn ich euch das ganze Loadout jetzt vorstelle. Wir fangen mit dem allerwichtigsten Element an, natürlich der Schutzbrille. Leute, wenn ihr euch mit dem Thema Airsoft beschäftigt, selbst wenn ihr nur Zuschauer seid und irgendwie mal ein Event besuchen wollt, ihr braucht eine Brille, ja? Sobald ihr das Spielfeld betretet, das Gelände, ist hier Brillenpflicht, weil wenn so eine Kugel in euer Auge knallt, dann war es das mit dem Augenlicht. Wichtig, ihr müsst natürlich darauf achten, dass die hier zertifiziert sind und auch getestet sind, dass sie das quasi aushalten, wenn hier eine Kugel gegenfliegt. Es gibt natürlich auch Brillen, die Klarsicht haben oder Orange zum Beispiel. Gerade wenn es ziemlich hell ist und man sonniges Wetter hat, bin ich wirklich ein Freund von den schwarzen Brillen. Sieht natürlich immer auch ein bisschen cooler aus. Aber ich habe meistens auch noch eine zweite Backup-Brille dabei, ja, die einfach klar ist, wenn es dann doch mal wolkig wird oder auch dunkel, weil dann sieht man irgendwann nichts mehr durch die Brille. Es gibt manchmal das Problem, dass verschiedene Brillen beschlagen. Es gibt ja auch Modelle, die komplett anliegend sind oder sowas wie ich jetzt habe, hier etwas Offenes. Das hängt auch ein bisschen zusammen, ob ihr eine Maske habt, ob zum Beispiel euer Tuch hier drüber ist, ja, wie einfach die Atemluft da reinströmt oder ob das alles frei ist. Da habe ich auch die perfekte Brücke zu den nächsten Sachen, die ich benutze. Und zwar habe ich meistens einen Schlaufenschal, um einfach die Halspartie ein bisschen zu bedecken, teilweise auch den Mund, und drüber eine Gittermaske. So, und jetzt müsst ihr darauf achten, dass wenn ihr das Tuch hier drüber zieht und das habt ihr über der Nase, dann kann die Feuchtigkeit gar nicht richtig weg. Die hängt sich dann hier drin fest, dann fängt die an in die Brille zu dampfen und alles beschlägt. Das heißt, ich mache das meistens nur unter das Kinn. Sieht ein bisschen lustig aus, wenn der Schnurrbart rausguckt. Aber dadurch habt ihr dann die Möglichkeit, durch die Gittermaske auch gut zu atmen und dass eure Luft, die ihr ausatmet, die ziemlich viel Wasser enthält, einfach hier rauskommt und diese Feuchtigkeit nicht in die Brille reinzieht. Beim Thema Maske gehen die Meinungen wirklich stark auseinander. Ich habe jetzt viele getestet, manche spielen auch ganz ohne. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich, ich würde meine Zähne eigentlich noch behalten. Die finde ich besonders gut, weil die hier Polster an den Seiten hat. Wenn ich die hier drüber habe, dann liegt die hier extrem eng an den Wangenknochen an. Ist ein bisschen gepolstert und der Vorteil daran ist, wenn ihr jetzt eure Waffe habt, dann könnt ihr hiermit wirklich direkt ganz nah ran und könnt halt schön durch das Visier gucken. Es gibt auch Masken, die sind ein bisschen größer, haben wirklich dann Gitter bis hier. Dadurch habt ihr aber einen gewissen Abstand und ihr könnt gar nicht mehr in das Visier reingucken oder schießt dann so komisch oder ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich finde die am besten, weil man hier einfach wirklich nah an den Schaft rankommt. Ihr seht es hier innen noch, das war mal eine ganz normal olive Variante. Ich habe dem Ganzen aber so ein kleines Painting verpasst. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht, wie ich das beim Helm gemacht habe. Das ist jetzt das komplette Painting. Das ist mein guter Helm. Auch der hat ein Painting bekommen. Ich weiß gar nicht mal, ich glaube, der war auch, war der Oliv, war der Tan? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein Forest Green war der. Ist eigentlich völlig egal, welche Farbe der hat, wenn ihr ihn painten wollt. Hier an diesen seitlichen Rails seht ihr ganz schön das Muster. Ich habe jetzt hier zusätzlich noch ein Cover drüber gemacht. Ja, ist eine optische Sache, die ich einfach schick finde. Hier vorne sieht man nochmal die Farben vom Painting, verschiedene Patchflächen dran, hinten irgendwie noch was. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, den Helm so leicht wie möglich zu halten. Wenn ihr jetzt anfangt, hier hinten noch irgendwelche schweren Sachen und Akkubanks und keine Ahnung was reinzumachen und ihr seid wirklich den ganzen Spieltag auf dem Feld, das zieht euch im Nacken, das gibt Kopfschmerzen, haltet das so leicht wie möglich. Ich muss sagen, es gibt Momente, wo ich wirklich mit Helm spiele, so wie ihr es gerade gesehen habt, aber manchmal auch einfach die Variante nur mit der Mütze und dem Gitter davor. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das hängt damit zusammen, was ist das für ein Spiel, was ist für eine Umgebung, ja, ist vielleicht viel CQB oder auch wie ist das Wetter. Nächster Punkt, Handschuhe, ist natürlich auch extrem wichtig, gerade bei so Geländen, wo viel Glasscherben
oder andere scharfe Gegenstände rumliegen. Deswegen nutze ich die auch gerne auf meinen Lost Place Touren. Innen drin haben wir einen schönen Grip und hier ist so ein bisschen Stretch-Anteil dran, dass die auch gut halten. Und vor allem sind schön klein und leicht und kann man einfach in die Hosentasche reinstecken. Und extrem wichtig ist natürlich, was habt ihr für ein Fingerspitzengefühl hier drin? Ja? Wie könnt ihr an den Trigger ran? Wie könnt ihr auch eure komplette Ausrüstung irgendwie, ich sage mal, bedienen? Ja? Habt ihr irgendwelche kleinen Schnallen, Nachladen, Taschen aufmachen? Und ich sehe dann immer wieder Leute, die so riesen Protektoren drauf haben, Knöchelschoner und so. Muss jeder selbst entscheiden, aber als Hintergedanke, Fingerspitzengefühl, das ist wichtig. Ich hatte auf Instagram neulich eine Abstimmung gemacht, was für ein Loadout ihr mal sehen wollt. Also so eine, ich sag mal, Seal-Variante, ja, eher so amerikanisch mit Multicam oder eher so ein russisches Loadout. Ihr habt euch für die Variante entschieden. Das heißt, wenn ihr auch ein bisschen Teil der Community sein wollt und mitentscheiden wollt, was für Videos kommen, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram. Ja, was habe ich überhaupt an? Eine Multicam-Hose. Schuhe, die ich auch auf meinen Lost Place Touren oder draußen viel benutze. Ein Combat Shirt und eine Weste. Ich glaube, ich habe vorhin eine Nuss verschluckt. Beruhigen Sie sich. Ich habe hier oben noch einen ziemlich engen Sling drum, wo ich die Waffe einklicken kann. Ja, die wird hier mit dem Karabiner an der Seite einfach eingehakt. Das geht ziemlich schnell und man hat noch so einen Clip, damit man die auch schnell lösen kann. Ich muss sagen, dass ich diesen Sling eigentlich nur zum Transport benutze, wenn die Waffe wirklich hier an der Seite hängen soll. Sprich, ich gehe in ein Gebäude rein, ja, brauche irgendwie die Waffe am Mann, aber will eigentlich mit der Pistole irgendwie vorgehen. Dann habe ich die hier. Ich nutze den Sling nicht, wenn ich jetzt normal unterwegs bin, dann behindert er mich ein bisschen, sondern ich klicke den dann an und ab oder es kommt so ein bisschen auf die Situation drauf an. Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe den ziemlich eng gestellt, damit die Waffe beim Transport, wenn ich die Hände frei haben will oder klettern will, einfach ziemlich nah am Körper hängt. Sling haben wir auch. Schauen wir uns mal den Plattenträger ein bisschen an. Hier kommt es natürlich wirklich drauf an, wie habt ihr das gerne, wie möchtet ihr das gerne bestücken. Hier vorne habe ich jetzt mal ein Dreier-Pouch-Magazinhalter dran, ja, wo man einfach schnell an seine Magazine rankommt und natürlich damit auch ordentlich Ersatzmunition dabei hat. Das ist jetzt eine Variante, wo man so eine richtige Lasche hier vorhat mit Klett. Hat ein bisschen den Vorteil, dass nicht so viel Dreck reinkommt, falls man sich dann irgendwie mal auf den Boden schmeißt. Das Ganze ist hier an der Seite mit Molle befestigt. Das heißt, man kann sich hier ganz andere Sachen auch drauf bauen, wenn man das möchte. Zwei Magazine, Pistole drauf, wie auch immer. Das kann man ein bisschen individuell gestalten. Dann haben wir oben noch eine schöne breite Klettfläche für ein paar schöne Patches. Ihr braucht in eurem Loadout natürlich eine Granate, ist ja logisch. Ja, wenn ihr mal einen Raum stürmen wollt oder so, dann muss sie dabei sein. Say hello to my little friend. An der rechten Seite ist auch nochmal eine Magazintasche. Kommt man auch sehr gut ran. Und hier seht ihr nochmal den Unterschied zwischen der offenen und der geschlossenen Variante. Direkt dahinter ist eine Tasche, die man zum Beispiel als Medikit nehmen kann, aber auch als Allzwecktasche für was zu trinken, was zu essen, Ersatzmagazin, Munition. Und das Geile daran ist, ihr habt hier einen Clip, macht ihr auf. Und jetzt könnt ihr die einfach abreißen. Das heißt, wenn ihr hier zum Beispiel Munition drin habt, ja, und ihr liegt irgendwo in der Deckung und ein anderer Mitspieler von euch braucht vielleicht mal noch Munition, Hilfe, was auch immer, dann kann man die so direkt rüberschmeißen. Finde ich eine coole Lösung, dass man die so schnell hier einfach mit Klett abmachen kann. Ich werde die wahrscheinlich aber noch auf die andere Seite bauen. Einfach, dass ich hier mehr Platz habe, um an die untere Waffe zu kommen. Und ja, hier stört es mich nicht ganz so doll. Hier ist auch nochmal eine Klettfläche drauf. Das heißt, ihr könnt natürlich auch hier nochmal irgendwie das Ganze anders beschriften. Innen drin nochmal ein schöner Aufbau mit verschiedenen kleinen Netztaschen, Gummistraps. Also hier kann man auch nochmal schön was an Ausrüstung organisieren, dass das nicht so rumflattert. Auf der anderen Seite ist nochmal ein Doppelmagazin-Pouch, allerdings für die Pistole, also kleine Stangmagazine, denn auch da brauchen wir ja ein bisschen Nachschub. Was ich noch eine coole Sache finde, auf der Innenseite hier ist direkt in der Weste schon eingearbeitet so eine Funktasche. Kann man hier oben einfach abmachen und jetzt hat man hier schön Platz, um das Funkgerät reinzumachen. Und hier ist auch wirklich genug Platz dafür. Die Westen sind ja alle ähnlich zum Ausziehen. Klappt das hier hoch und schon ist die Weste ausgezogen. Also wenn man mal eine Pause macht, kriegt man die auch ganz entspannt schnell ab vom Körper. Ich trage jetzt hier übrigens eine Größe M. Das ganze Tarnmuster, was ihr hier seht, ist Multicam und auch auf der Rückseite haben wir nochmal eine große Mollefläche, wenn man jetzt hinten nochmal was drauf machen möchte. Ja, also vielleicht nochmal einen größeren Pouch für was zu trinken, Ersatzmagazin, Rauchgranat oder sowas.
Und hier hinten dran ist auch immer noch ganz cool, ein ja, Art Trageriemen, aber auch die Möglichkeit, dass dir ja, ein Kamerad irgendwie hilft und dich irgendwo schnell rausziehen kann. An den Seiten haben wir noch so kleine Klettbänder, um ja, Kabel oder auch Trinkschläuche zu fixieren. Obenrum Funktionsshirt, hier schön atmendes Material, weil ihr wisst es, ja, wenn er hier durchs Gelände rennt, wie bescheuert, dann fängt man echt an zu schwitzen. Das heißt, die Körperflüssigkeit kann gut weggehen. Hier oben nochmal schöne große Klettflächen, wo man Patches drauf machen kann. Ist auch so eine doppelte Fläche, wo man vielleicht auch ein Namensband drauf machen kann und so ein Moralpatch oder einen ja, Gruppenzugehörigkeitspatch. Hier ein bisschen schräg aufgenäht, kommt man also auch sehr gut ran. Kann hier nochmal eine Karte reinmachen oder irgendwelches flaches Zeug, vielleicht auch ein Portemonnaie, je nachdem wie flach das ist, Ausweis und so. Hier unten nochmal Klett an den Handgelenken, um das Ganze auch ein bisschen enger schnüren zu können. Und was ich gut finde, dass bestimmte Bereiche wieder verstärkt sind. Also hier im Ellenbogenbereich ist einfach doppelter Stoff vernäht. Wenn ihr euch irgendwo hinschmeißt, irgendwo auflegt, ja, dass es einfach ein bisschen robuster ist. Bei der Hose fällt sofort auf, hier sind so Kniepads drin. Die kann man aber auch rausmachen. Ja, also hat man selbst die Wahl. Man kann die auch so anziehen oder wenn man dann zum Beispiel auf einem Event ist, dann macht man hier einfach die Polsterung wieder rein und kann sich dann schön unten auf den Boden krachen. Oben drauf zwei kleine Taschen, hinten noch eine kleine Tasche dran, habe ich jetzt das Handy drin, hier hatte ich meine Mütze vorhin drin. Unten nochmal Taschen, also man kann hier auch mit Klett wieder nochmal alles fixieren, damit nichts verrutscht. Und oben habe ich noch einen Gürtel drin und dann an der Seite Holster mit der Pistole. Und natürlich nicht vergessen, auf der Seite noch einen Abwurfbeutel für leere Magazine. Jetzt habt ihr einen groben Eindruck bekommen. Wer nochmal ganz spezielle Produktdetails, Merkmale wissen will, der schaut am besten dann unten in die Links rein und guckt sich das in Ruhe an. Das wäre jetzt ein bisschen zu viel für das Video. Denn wir wollen ja die Sachen auch ein bisschen Action sehen. Das heißt, es wird Zeit für ein bisschen Schokolade. Ihr habt es wahrscheinlich vorhin schon gesehen, vielleicht auch im Thumbnail. Das ist eine kleine Special-Variante. Die meisten Waffen sind ja entweder schwarz oder Tannen, also in so einem Coyote. Und die ist ein bisschen besonders, weil die halt einfach nach schöner Schokolade aussieht. Finde ich mal eine ganz andere Variante und wirklich schick. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr zum Thema Farbe steht. Macht ihr einen Paintjob auf eure Waffen? Lasst ihr die so, wie sie sind? Und wie gefällt euch diese schokobraune Variante? Ich finde es cool. Das ist einfach mal eine kleine Besonderheit. Habe ich so auf dem Spielfeld noch gar nicht gesehen. Das ist vom Modell her die MK18. Hinten ja, schöne, schicke Schulterstütze, die man auch direkt in ein paar Stufen anpassen kann. Vorne noch einen schönen Griff. Ich nutze den meistens so und dann ja, den Finger so ein bisschen nach vorne. Hat man irgendwie ein besseres Gefühl beim Zielen. Hier oben noch ein Attrappenanbau für einen Laser. Macht halt einfach immer optisch noch ein bisschen was her. Und hier ein kleines flaches Visier, was ein bisschen hochgesetzt ist. Ich kenne das Visier schon ein bisschen länger. Das sieht vielleicht ein bisschen ulkig aus, weil das so komisch hochgesetzt ist. Aber ich sage euch eins, im Spiel ist das geil. Weil ihr einfach, ja, ihr könnt einfach perfekt zielen. Vorne ist der Anbau drauf. Es ist wirklich für die Praxis ein geiles Visier. Ist eine SAEG, also elektronisch betrieben. Hier hinten drin ist der Akku in der Schulterstütze. Kann man einfach runterdrücken, aufmachen. Hier hinten ist dann der Akku drin. Und passend, wenn es dann ins Gebäude reingeht, natürlich noch die Pistole. Hier als GBB-Variante. Und ja, Leute. Technische Sachen könnt ihr selber nachgucken, was, wann, wie, wo viel drin hat. Beziehungsweise blende ich euch ja auch ein paar Infos immer rein. Ich bin ein Freund von praktischen Tests. Ja? Das heißt, wir suchen uns jetzt hier ein paar schöne Ziele. Wir munitionieren mal auf, wir schalten mal alles an und dann gucken wir mal, wie das Ding hier fliegt. Ja? Wie das klingt, wie das in der Hand liegt, wie man zielen kann. Weil das ist doch eigentlich das, was ihr wissen wollt. So, die Ziele haben wir. Stellen wir einfach mal hier auf. 6 Stück an der Zahl. Speedloader brauchen wir natürlich auch. Sonst wird man ein bisschen irre beim Aufmunitionieren. Ich habe die Waffe ja schon ein bisschen länger und habe schon ein paar Schusstests gemacht. Leute, also was da für eine Feuerrate möglich ist, das ist nicht mehr normal. Pass mal auf, ehe wir jetzt auf die Ziele schießen, zeige ich euch mal, was wir hier für eine Feuerrate hinkriegen. Das ist, da kommt einfach nur ein dickes Grinsen. Hört einfach mal vom Sound her. Das ist doch brutal. Uiuiui, ui, das macht Spaß. Ich freue mich schon aufs nächste Event. Mal gucken, hier auf Malwinkel, da geht es dann wieder ab. So, nochmal schnell aufmunitionieren. So, wir sind jetzt gute 25, 30 Meter weit weg und ihr müsst jetzt bedenken, Leute, die Ziele, die sind ja nur so schmal. Ja? Wenn ihr hier so einen ganzen Körper habt, einfach von der Breite her, es ist ja eine viel größere Angriffsfläche. Und ich würde sagen, wir machen als erstes mal einen Praxistest, einen realistischen, wo ich einfach sage,
so schnell wie möglich alle Ziele bekämpfen. Boah, bekämpfen klingt so böse. Alle Ziele treffen, also alle Dosen müssen liegen. Auf der Kamera ist es extrem schwer, die richtige Flugbahn der Kugeln zu sehen, aber vielleicht sieht man das mit dem Kontrast im Himmel ein bisschen besser. Also ich sag mal so, 99% Trefferquote. Das werde ich einfach als Zielobjekt nehmen. Könnt ihr mal schauen, ist ein bisschen wie ein Oberkörper. Ja, ungefähr wie so eine Kopfbreite, also eine realistische Größe, wenn irgendwer vielleicht irgendwo so um die Ecke schaut. Distanz, Leute. 10, 20, 30, 40, 50. Ah, das ist schon eine ganz schöne Distanz. Ich denke mal, das ist kein Problem fürs Schokobiest. Leute, was soll ich da noch zu sagen? Ja, das macht Bock, das geht geradeaus. Klar geht auch mal der ein oder andere Schuss daneben auf die Distanz, ist logisch. Aber das ist schon echt präzise. Ja? Aber halten wir uns nicht lang auf, sondern machen weiter mit einem Schusstest mit der Handgun. Bisschen Gas rein. Man kann die Waffe übrigens auch umbauen auf so diese Gaskapseln. Gibt es auch diese silbernen länglichen. Oh, erst Brille auf, dann das Magazin rein. Was ganz cool ist, hier hinten dran ist noch so ein Sicherungshebel. Das heißt, wenn ich jetzt hier abdrücken will, geht es nicht. Ich muss erst den hier hinten runterdrücken und das passiert, wenn ich die Waffe automatisch greife. Dann ist das quasi entsichert. Ich muss sagen, dass ich die Zielvariante besser finde als diese kleinen Dosen, weil das kommt mehr wirklich an ja, realistische Ziele ran. Die Dosen sind halt wirklich schon sehr, sehr klein. So, jetzt Handgun. Jetzt müssen wir uns natürlich hier ein bisschen andere Distanzen raussuchen. Ja, hier so Fenster. Das ist doch wieder was Realistisches. Ja, ich bin draußen unterwegs, zack, einer taucht am Fenster auf. Als würde sich hier so einer hinter verstecken. Und wie versprochen, könnt ihr natürlich auch wieder was gewinnen. Und zwar ein Komplettset von den Stay Low Patches. Und passend dazu noch die Granate. Das werde ich als ein Set zusammenpacken, an euch verlosen. Und zwar das Ganze dreimal. Einmal in der olivroten Variante. In grau, also ein bisschen gedeckter. Dann noch die rot-weiße Variante. Und natürlich den Klassiker Glow in the Dark. Ja, leuchtet schön im Dunkeln. Und um das Ganze abzurunden, noch eine schöne Granate. Wenn du also Bock hast, eines dieser Sets zu gewinnen, dann musst du erstens natürlich den Kanal abonnieren. Ist ja logisch. Dann verpasst du nämlich auch kein weiteres Video und kein weiteres Giveaway. Zweitens, Daumen nach oben auf das Video. Und drittens, schreibt mir in die Kommentare, was wollt ihr als nächstes auf dem Gear-Channel sehen. Schaut ein bisschen, was die anderen schreiben und dann liked ein bisschen durch und dann gucke ich mal, was die Top-Comments sind und was wir jetzt nächstes für ein Video drehen. Schaut nochmal unten in die Videobeschreibung rein, da ist alles verlinkt, die Waffe, Weste, Helm und so weiter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Ciao, ciao.